Spot an! Hallo, ich bin der Janni von den Kumquats und heute möchte ich dir zeigen, wie du mich lebendig machen kannst. Das Erste und Wichtigste siehst du auch jetzt schon. Ich schaue dich an. Ich schaue dir in die Augen. Ich schaue nicht an die Decke oder nicht auf den Fußboden, sondern ich schaue dich an. Und das bewirkt normalerweise, dass du dich angesprochen fühlst, gell? Doch jetzt kannst du erst mal sehen, wie man mich grundlegend hält und bewegt. Wie du gerade gesehen hast, spielt man die Kumquats mit einer Hand in den Kopf. So. Und mit der anderen Hand schlüpfst du in den Arm der Puppe. Im Grunde ist es egal, ob du mit der rechten oder der linken Hand die Hand der Puppe spielst, aber da man halt mit der rechten Hand Guten Tag sagt, ist es ganz sinnvoll. Guten Tag! Ja, und dann kann ich natürlich noch meinen Mund bewegen. Und wie du siehst, bewege ich auch meine Zunge. So, das war erstmal die Schnellanleitung für die Mechanik. Jetzt kannst du mich beim Spielen natürlich an dich drücken, aber mit ein bisschen Abstand wirke ich natürlich eigenständiger. Und dann sitze ich entweder so wie jetzt, oder ich stehe. Cool, ne? Und wenn ich dann rede, dann soll der Puppenspieler, der da, nicht den anschauen, mit dem ich rede. Na gut, also einen Seitenblick darfst du riskieren. Aber wenn du beim Spielen hauptsächlich auf meinen Hinterkopf schaust, dann bewirkt das, dass dir auch die Zuschauer auf mich schauen und ich im Mittelpunkt stehe. Und nicht auf den Puppenspieler. Und mal ganz ehrlich, in den Mittelpunkt, da gehöre ich doch hin, oder? Wenn ich rede, dann mache ich nicht einfach den Mund auf und zu, als würde ich klappern, sondern versuche, dass es zu den Worten passt. Auch mal lauter und mal leiser. Also, und wenn das jetzt auch manchmal noch nicht so klappt, macht nichts. Einfach tun. Kinder, aber auch Erwachsenen macht das nichts aus. Und du wirst immer besser werden, wenn du es tust und mit mir spielst. Und dir wird auch immer mehr einfallen. Wir Kumquats wollen dir schließlich helfen, was zu vermitteln und andere Kinder und Menschen zu erreichen. Und das können wir wirklich gut. So, das war jetzt die grundlegende Einführung und ich verabschiede mich jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Licht aus!